Hallo miteinander und willkommen zum zweiten Teil des Pathfinder Wrath of the Righteous Anfängerguides. Ja, heute geht es, wie schon angekündigt, um verschiedene Grundlagen, um Werte, die bei Charakteren wichtig sind, die Attributspunkte, also die sogenannten Ability Scores auf Englisch und ja, Angriffswürfe, Rettungswürfe, wie sich Angriffe berechnen, wie das alles funktioniert. Und ja, hoffentlich habt ihr nach diesem Video dann eine satte Grundlage, um euch einen Charakter zu erstellen. Falls ihr dann tatsächlich auch noch weitere Tipps ganz praktischer Natur haben möchtet, dann gibt es noch das dritte Video, das hoffentlich auch am selben Tag erscheint. Also, ich wünsche euch was, viel Spaß beim Video und vergesst nicht, ein Like da zu lassen, falls es euch geholfen hat und ein Abo, falls ihr mehr sehen wollt. Kommen wir zu den Attributen. Also, was ist wann wichtig? Zum einen habt ihr, je nachdem welche Klasse ihr vorher ausgewählt habt, weil die wählt ihr ja tatsächlich bei der Erstellung schon vorher aus, kriegt ihr mal angezeigt, was die wichtigsten Attribute für diese Klasse sind. Das sind ganz häufig, ist eines der Attribute das Zauberattribut. Zu dem Beispielfall haben wir einen Archivisten, das heißt, der zaubert über Intelligenz. Das ist für später auch wichtig, wenn wir uns die ganzen Klassen anschauen. Das müsst ihr immer im Auge behalten, denn davon hängt dann so ein bisschen eure Stärke eben ab im Zaubern. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Davon hängt ab, wie viele Bonuszauber ihr bekommt pro Tag, die ihr euch merken könnt. Und eure ja, Zauberwürfe allgemein, die ihr tätigt werden, hier mit dem Modifikator hier hinten modifiziert. Die oberen drei sind die körperlichen Attribute, die unteren drei sind eben die geistlichen Attribute. Es gibt verschiedene Klassen, die halt jeweils verschiedene dieser Attribute fürs Zaubern benutzen, da müsst ihr mal drauf achten. Wenn ihr einen Nahkämpfer spielen wollt, da habe ich eine kleine Umfrage gemacht auf dem Kanal, die werde ich euch auch kurz einblenden, was tatsächlich bei uns, ja, das ist, was die meisten Leute machen möchten. Dann müsst ihr natürlich auf Sachen wie Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution am meisten achten. Bei Geschicklichkeit, das ist so ein bisschen tricky. Wenn man hier auf Stärke geht, sicher ist das alles noch ziemlich übersichtlich hier an Zusatzinformationen. Bei Geschicklichkeit ist da schon ein bisschen mehr dabei. Ja, aber dazu gibt es gleich noch mehr Infos. Die Stärke modifiziert, wenn ihr einen Angriff im Nahkampf oder mit einer Stärkewaffe besser gesagt ausführt, denn das geht theoretisch auch im Fernkampf. Es gibt zum Beispiel Kompositbögen, die Stärke benutzen statt die Geschicklichkeit, genauso wie es auch Nahkampfwaffen gibt, die Geschicklichkeit benutzen statt Stärke. Aber wenn es eine Stärkewaffe ist, dann benutzt ihr den Modifikator der Stärke mit dem Grundangriffsbonus, auf den wir auch noch später zu sprechen kommen. Das ist eine dieser Stats, die so ein bisschen vielleicht untergehen, wenn man so gar keine Ahnung hat, der aber eigentlich recht wichtig ist, weil er eben eine wesentliche Rolle dabei spielt, ob man trifft oder nicht. Also Grundangriffsbonus plus Stärkemodifikator plus andere Modifikatoren. Natürlich das Würfelergebnis des 1d20-Wurfs. Und das wird verglichen mit der Rüstungsklasse des Feindes. Wenn dieser erste Wurf quasi, bei dem es tatsächlich nur ums Treten geht, passt, dann nehmt ihr die entsprechende Anzeige der Waffe, die ihr habt, von mir aus ein 1d8-Würfel, würfelt dann den Schaden und fügt da auch euren Stärkemodifikatoren zu, plus andere Modifikatoren, die mit drauf sind. Vielleicht noch einmal ein Elementarmodifikator, falls es ein Feuerschwert ist, und zum Beispiel nochmal 1d4 gewürfelt wird für Feuerschaden. Die ja berüchtigten kritischen Treffer entstehen, wenn man bei dem ersten Wurf, beim Zielen quasi, die 20 erwischt und anschließend mit einem zweiten Wurf nochmal bestätigt. Bestätigen bedeutet in dem Fall, dann wird nochmal gewürfelt und geschaut, wenn ihr mit diesem Wurf dann die RK des Gegners knackt, dann wird der kritische Treffer bestätigt und ihr kriegt natürlich den massiven Schadensbonus. Ja, wenn ihr diese Formeln so ein bisschen verstanden habt, dann habt ihr eigentlich schon die halbe Miete hinter euch. Das sind im Prinzip die Grundlagen und die anderen Kalkulationen sind eigentlich nur Abwandlungen davon. Bei Geschicklichkeit haben wir quasi dasselbe Ding, nur eben mit Fernkampfwaffen oder eben mit den berüchtigten Finesse-Waffen, also ja, Nahkampfwaffen, die eben Geschicklichkeit benutzen als Hauptstat statt Stärke. Da steht aber immer dabei, ne? Steht dann immer Finesse im Waffenfensterchen. Kann man also eigentlich nicht verpassen, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut. Ja, und mit dem entsprechenden Talent, wie zum Beispiel auf Camellia haben wir das hier gewählt, kann man das eben benutzen und man kann da auch noch mehr reinsteigen sozusagen und das Ganze noch verbessern mit diversen Geschichten und Talenten. Aber das ist, denke ich mal, eher etwas für ein anderes Video. So, damit hätten wir also Nah- und Fernkampfwaffen abgedeckt. Jetzt geht es um Zauber. Da ist es noch ein bisschen anders, ein bisschen komplizierter tatsächlich. Da finde ich es fast interessanter oder besser, wenn ich das hier so ein bisschen im Spiel erkläre, auch anhand der Sachen, die man sich so angucken kann. Wenn wir jetzt mal hier diese Dame hier nehmen, ich weiß gar nicht, wer das ist und so weiter. Also ein Soft-Spoiler hier, ihr seht unseren ganzen Zoo hier im Hintergrund. Hier muss man so ein paar Sachen unterscheiden.
Zum einen hängt das bei den Zaubern immer vom Schwierigkeitsgrad ab. Das ist eben die 16, das kennt ihr, das ist dieses SG, gegen das ihr auch würfelt bei irgendwelchen Checks im Spiel, das ihr schlagen müsst. In dem Fall ist es halt ja, bei den Zaubern ähnlich. Und das hängt zum einen davon ab, welche Stufe der Zauber selbst hat. In dem Fall wäre das hier Stufe 2, da seht ihr hier rechts oben im Eck. Warte, ich halte das mal hier fest, hier oben. Plus den entsprechenden Wirkerbonus auf das der vom Attribut kommt. So, das wäre bei ihr hier das Charisma. Also eben eine plus 4, so ergibt sich. Der Grundwert, den man hier dazu rechnen muss, ist die 10. Also 10 plus die Stufe des Zaubers ist eine 2. Plus der Modifikator des Zauberattributs, in dem Fall Charisma, 4. Das heißt, dieser Zauber hat den Schwierigkeitsgrad 16. Und ihr seht, um sich gegen diesen Zauber zu schützen, benutzen wir den Rettungswurf, also wenn wir beschossen werden, damit Reflex. Das ist einer der drei Rettungswürfe, über die wir noch nicht gesprochen haben. Zähigkeit, Reflex und Willen sind das. Das behandeln wir alles hier noch gleich im Detail. Ja, ich merke schon, das Video wird ein bisschen länger. Aber wie das praktisch aussieht, das habe ich gerade hier getestet. Könnt euch ja alles, was im Spiel passiert, hier unten im, im Fenster auch angucken. Zum Beispiel das hier. Ich habe mich selbst mit diesem mit dem Zauber hier beschossen. Und das seht ihr, Effekt Flammenbogen. Rettungswurfergebnis war eine 13. Ich habe eine 4 gewürfelt. Mein Modifikator ist die 9. Zur Überprüfung nochmal hier. Das haben wir mit Tori gemacht. Tori hat einen Reflexwurf von 9. Eine 4 hat er gewürfelt. Hier seht ihr sogar nochmal, dass ich aufgeschlüsselt wurde aus der Reflexbonus bei uns eben. Er dort nur aus Geschicklichkeit, durch Volksbedingt, durch das Halblingsglück, nochmal durch Ausrüstung, durch den Resistenzumhang, eine wunderschöne Zwiebelsuppe, die wir gegessen haben. Ja, es kommt eben dieser 9 zustande. Aber ihr seht, wir haben eine 13 gewürfelt. Der Schwierigkeitsgrad des Zaubers war eine 16. Deswegen war es ein Fehlschlag und deswegen konnte Amber hier eben ihren Schadenswurf machen, den wir dann hier entsprechend sehen. Ja, die Anzahl der Schadenswürfel, die man benutzen kann, entsprechend des Zaubers, die hängt von der Stufe des Wirkers ab. Wir haben also die Standard hier, die hier unten diese 1d6 und hier seht ihr nochmal Feuerschaden pro Zaubererstufe. Das ist, wenn es halt nur eine, wenn ihr nur eine Klasse habt. In dem Fall ist es nur eine Hexe die ganze Zeit. Das heißt, das kommt dazu. Maximal sind es dann 10 Würfel mit d6. Und ihr seht, ne, man kann, wenn man mit Zaubern dann trifft, mit jemandem, der hochgelevelt ist, extrem viel Schaden machen. Aber ne, wir haben auch in diesem Beispiel gesehen, ne, mit einer 6d6 auch nur 18 Feuerschaden bekommen. Also ne, es ist halt würfelabhängig zum Großteil. Und ja, da muss man auch mit solchen Ergebnissen leben. Wie ihr jetzt vielleicht gemerkt habt, ist natürlich das mit den Zaubern stark, oder von vielen Zaubern, nicht allen, aber vielen, stark von den Rettungswürfen desjenigen abhängig. Die zweite Art von Zaubern, die man wirkt, das sind Berührungszauber. Und das hängt jetzt, das hört sich jetzt sehr komisch an, weil es gibt Berührungszauber aus dem Fernkampf und aus dem Nahkampf. Die greifen die Berührungs-RK an. Das sind vor allem so Strahlen. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Also irgendwelche Sachen, die als Strahl quasi so aus den Fingern geschossen kommen. So wie dieser sengende Strahl hier. Wenn wir uns hier mal aufmachen. Da seht ihr nämlich, ja, jeder Strahl benötigt einen Berührungsangriff im Fernkampf, um zu treffen. Und verursacht 4d6 Punkte Feuerschaden. Berührungsangriffe, die gehen auf die Berührungs-RK. Die findet ihr auch bei euren Charakteren aufgelistet, hier unten. Die ist erheblich kleiner als die normale Rüstungsklasse, die ihr so habt. Normale Rüstungsklasse setzt sich natürlich aus eurer gesamten Rüstung vor allem zusammen. Allerdings bei der Berührung, da wird die Rüstung ignoriert. Das heißt, da ist dann in der Regel euer Geschicklichkeitsbonus und so weiter mit drin, aber die gesamte Rüstung fällt eben weg und ihr seid eben sehr viel anfälliger. Ja, und bei so Zaubern wie zum Beispiel eben dem sengenden Strahl, also diesen ganzen Strahlengeschichten, ist es zum Beispiel auch so, dass wir zu unserem Angriffswurf die Geschicklichkeit noch dazu addieren können. Oder bei Sachen, die wirklich Nahkampf-Berührungsangriffe sind, wie der Schockgriff, da gibt es auch diverse andere. Das steht aber in der Regel auch dazu, oder dabei hier in der Beschreibung. Und da kommt dann Stärke dazu. Also das gibt uns ja noch eine Möglichkeit, ja, besser zu treffen. Kann man aber den Talent verbessern. Präzisionsschuss steht hier sogar dabei. Also, ja, ist ja auch bei Berührungszauber im Nah- und Fernkampf Bescheid. So, und nach diesem klitzekleinen Exkurs in die Kampfgrundlagen habt ihr jetzt ja schon ganz viele Sachen gehört, die hier eben auch gleich eine Rolle spielen werden bei der Auswahl. Ne? Über die Konstitution, da steigert ihr eure Zähigkeitswürfe. Wir gehen hier mal ein bisschen hoch, ne? Seht ihr. Das skaliert ihr eben mit dem Modifikator. Fähigkeit bzw. Konstitution gibt euch auch mehr Trefferpunkte. Ne? Seht ihr, die skalieren hier auch entsprechend, also auch eine wichtige Sache für Nahkämpfer. Dann Geschicklichkeit. Gehen wir da mal hoch, da seht ihr,
Das skaliert eure ganz normale Rüstungsklasse, eure Berührungs-RK. Und wir haben ja eben gelernt, dass auch auf, na, grundsätzlich auf magischen Charakteren eine hohe Geschicklichkeit von Vorteil ist, weil wir da in der Regel eben keine Rüstung tragt und dort eben den maximalen Rüstungsbonus hier mitnehmen könnt. Während ihr, wenn ihr zum Beispiel mittlere oder schwere Rüstungen tragt, da könnt ihr den gesamten Bonus nicht mitnehmen. So macht es zum Beispiel Sinn, wenn ihr einen Nahkämpfer spielt, mit dem ihr eine volle Plattenrüstung spielen wollt später, zu sagen, okay, ich gehe bei Geschicklichkeit nur auf plus 1 und nehme dafür lieber viel Stärke, viel Konstitution mit. Ja. Kann ich trotzdem hier hochgehen, denn es hat ja trotzdem die Rettung so für Reflex zum Beispiel. Ja. Nichtsdestotrotz. Ihr seht auch hier unten tatsächlich, es gibt auch diese Zusatzgeschichten hier. Ich denke, wir werden erstmal Kampfmanöver erstmal nicht eingehen. Ist nice to have, ja. Sollte erstmal reichen. Fertigkeiten seht ihr hier immer, welche hier mit skalieren. Das wäre der nächste Tab. Die benutzt ihr für ganz viele verschiedene Abfragen. Das heißt, es gibt Abfragen auf Beweglichkeit, immer wenn man über irgendwelche Sachen drüber hüpfen muss. Oder dann müsst ihr zum Beispiel von mir aus einen Schwierigkeitsgrad, das haben wir wieder das von vorhin, 20 über, ja, schaffen mit einem Würfel. Das heißt, ihr würfelt ganz normal und kriegt eben einen Modifikator mit drauf. Wir können das ja mal ganz kurz hier durchexerzieren. Das ist nämlich der nächste Punkt. So. Umso mehr Intelligenz ihr nehmt, umso mehr Fertigkeiten könnt ihr übrigens hier mitnehmen. Und dann haben wir 4 Punkte. Level 1 ist unser Maximalwert hier. Wir können maximal 1 einsetzen. Und je nachdem, welche Klasse ihr nehmt, was für ein Volk, habt ihr hier Boni, die, ja, eben wenn ihr einen Punkt investiert, dann kriegt ihr eben sehr viel mehr als eben nur den einen. Ne? Das ist immer ungeübt in Wissen Religion, da wäre es nur eins. Aber Wissen Welt, Wissen Arcanum, das können wir alles. Ne? Hier sind normalerweise ein bisschen die Klassengeschichten, Fertigkeiten angeklickt, sodass ihr die aussuchen könnt. Also wenn wir dann von mir aus einen Beweglichkeitswurf machen müssen mit einer 20 und wir haben eben den Würfel mit 20, dann haben wir noch diese plus 4 hier, wenn wir würfeln und eine 21 würfeln, dann haben wir das geschafft. Also ihr könnt theoretisch auch, ne, also das heißt, also ich würde es jetzt so sagen, es würde jetzt niemand rangehen und sagen, hey, ich will einen möglichst guten Beweglichkeitswurf und deswegen mache ich Geschicklichkeit hoch. Ne? Deswegen sage ich das nur so ein bisschen nebenbei. Man nimmt diese ganzen Sachen halt mit. In der Regel ist es so, dass zum Beispiel ein Schurke sowieso eine hohe Geschicklichkeit haben sollte fürs Kämpfen und er macht eben auch die Heimlichkeits- und Trickswürfe in der Regel, vor allem die Trickswürfe fürs Entschärfen von Fallen, für das Öffnen von Schlössern, Schlösserknacken, wie man das eben so kennt. Und der wird eh eine hohe Geschicklichkeit haben und hier den Klassenbonus und so weiter. Also in der Regel tut sich das so ein bisschen auf natürliche Art und Weise quasi verteilen. Was ihr dann natürlich schauen solltet in eurer Party, wenn ihr die zusammengestellt habt aus den verschiedenen Charakteren, dass ihr euch eben so ein bisschen Arbeitsteilung macht. Ne? Dass nicht alle hier auf Athletikfähigkeit gehen, auch wenn sie es könnten, sondern verteilt das eben so, dass ihr für jedes Ding hier jemanden habt. Wahrnehmung ist immer gut, skaliert mit Weisheit. Also wenn ihr Kleriker oder sowas habt, die zum Beispiel mit Weisheit auch casten, dann ist das immer gut. Damit erkennt ihr nämlich sehr viel mehr. Ne? Ihr braucht Wahrnehmung, um Fallen zu erkennen. Das ist super wichtig. Oder auch Geheimgänge oder Geheimverstecke. Wahrnehmung ist ein super cooler Wert, den man immer mitnehmen kann. Das geht mit Weisheit. Und es gibt diverse andere Sachen, die man da noch verbessern kann. Vor allem viele Tierchen, die man im Spiel auch sammeln kann. Also es gibt zwei Arten von Tieren. Es gibt Begleitertiere, auf die man später auch reiten kann, unter Umständen. Voraussetzung dafür ist, dass man, dass sie eine Stufe größer sind als der eigene Charakter. Also wenn du medium groß bist, brauchst du ein großes Tier, um es zu reiten. Wenn du klein bist, brauchst du ein medium Tier, um es zu reiten. Aber es gibt auch ganz viele so kleine Pets sozusagen, die man auch spawnen kann. Da gibt's Katzis zu holen, es gibt ganz lustige Füchse und hast nicht gesehen, eine Eule gibt es auch unter Umständen. Und die geben zum Beispiel ganz häufig Wahrnehmungsboni, wenn ihr die draußen mit euch rumlaufen lasst. Könnt ihr finden, also haltet immer die Augen offen, ne? Immer wieder Tab spammen, wenn ihr in der Gegend rumlauft. Ist ein bisschen unimmersiv, aber dann verpasst ihr nichts. Kein Loot und keine besonderen Sachen, die man sich angucken kann. Den letzten Wert haben wir jetzt schon so ein bisschen dem hier besprochen, nämlich die Weisheit. Wenn wir die steigern, dann geht unser Willen-Rettungswurf hoch und eben, wie ich schon gesagt, die Wahrnehmung, Wissen, Religion und Natur ist da auch mit dabei. Und das ist das Hauptattribut von zum Beispiel Kletikern oder Rangern für das Casten. Genau, und jetzt denke ich, gehen wir tatsächlich einfach mal zu den Klassen über. Ja, und ich befürchte, dass dieses Video sonst zu lang, deswegen gehen wir jetzt tatsächlich erstmal die allgemeinen Sachen durch. Zum einen wollten wir ja sowieso eine allgemeine Klasse spielen. Zum anderen, was müsst ihr beachten, wenn ihr hier euch eine Klasse aussucht? Zum einen seht ihr hier eben mit diesem Kreis so eine Zusammenfassung, was die Klasse eigentlich ganz gut macht. Ne? Der Barbar, der ist eben, ne, ganz gut im Nahkampf. Da hier zum Beispiel dann der Barde, der ist hier ganz gut in der Unterstützung. Dann der Druide, der ist
ganz gut in der Kontrolle, kann unterstützen. Also ihr seht, ne, verschiedene Charaktere haben eben verschiedene Fähigkeiten. Ne, der Kämpfer kann alles, was hier oben müssen. Der kann sehr gut verteidigen, sehr gut im Nahkampf und sehr gut im Fernkampf. Ne. Dafür kann er halt eben keine der magischen Disziplinen. Ist trotzdem ein super guter Charakter. Und wieso das unter anderem so ist, das besprechen wir jetzt gleich so ein bisschen. Denn das ist ja eigentlich die Zusammenfassung des Ganzen. Ne. Wenn ihr auf Details klickt, dann seht ihr noch ein paar interessantere andere Geschichten. Zum Beispiel das hier und was das alles bedeutet, weil das gar nicht so unwichtig ist. Man unterscheidet bei Pathfinder im Prinzip mehr oder weniger drei verschiedene Arten von Zusammensetzungen. Wenn wir hier auf Stufe 20 gehen, seht ihr, dass der Grundangriffsbonus eines Kriegers bis auf 20 hochgeht. Der Grundangriffsbonus einer Hexe, also eines seinen Magiercharakters, sag ich mal, bis 10 geht. Und der eines Baden, der quasi ein, ja, so eine Art Mischung ist, ne, so ein Hybridcharakter auf 15 geht. Ja, und wir haben ja gelernt, ne, umso besser unser Grundangriffsbonus ist, umso besser treffen wir Sachen. Ja. Das ist aber noch nicht alles, denn diese 1, 2, 3, 4 bei den Fäusten, die hat natürlich auch eine Aussage. Das heißt, alle 5 Stufen bekommt ihr einen zusätzlichen Angriff. So volle Runde. Das bedeutet, dass ihr könnt einfach mehrmals zuschlagen in einer Runde. Das merkt man vermutlich im Rundenmodus sehr viel mehr, als wenn man Echtzeit spielt. Und euer Grundangriffsbonus verringert sich allerdings immer um 5, entsprechend wenn für jeden Angriff. Ja. Das heißt, in dem Fall, wenn wir hier auf Level 20 wären, kriegen wir auf den ersten Angriff einen Bonus von 15, auf den zweiten Angriff einen Bonus von 10 und auf den dritten Angriff nur noch einen Bonus von 5. Also es wird immer unwahrscheinlicher zu treffen, umso öfter wir zuschlagen. Eine andere Sache, die ihr hier seht, sind die Rettungswürfe. Die sind tatsächlich auch unterschiedlich bei den Klassen. Ihr seht, der Barde ist schlecht in Zähigkeit, gut in Reflex und gut in Willen. Kämpfer wiederum ist gut in Zähigkeit, aber schlecht in Reflex und Willen. Kann das natürlich alles, wie ihr gesehen habt, auch steigern durch eben die entsprechenden Attribute oder durch später durch Talente, die man nehmen kann, die das verbessern. Aber das werden wir alles in einem Zusatzvideo ausgliedern, sonst dauert das hier zu lange. Ihr entscheidet also schon so ein bisschen hier von vornherein, gegen was ihr besser unterwegs sein werdet und gegen was nicht. Was auch super wichtig ist, wenn ihr einen Charakter nimmt, der zaubern kann, dann seht ihr hier eben, was es für eine Art von Zauber ist, die Magiequelle. Es gibt eben die göttlichen Zauber in dem Fall, beim Jäger zum Beispiel. Oder wie zum Beispiel beim Hexenmeister oder beim klassischen Magier, da ist es arkane Magie. Die maximale Stufe von Zaubern, haben wir ja gelernt, macht durchaus sehr viel aus, weil das eben in die Schwierigkeitsgrad reingerechnet wird, der bei eurer Kalkulation des Zaubertreffers eben erheblich ist. Das daneben, das Attribut des Wirkens, ist super gut, das haben sie jetzt dazu genommen. Ich glaube, das war beim letzten Mal nicht dabei, im ersten Teil. Und da seht ihr eben, mit welchen Attribut eure Zauber skalieren. Na, hier beim Arcanist sind zum Beispiel Intelligenz. Letzte Anzeige bedeutet quasi, immer wenn hier spontanes Zaubern steht, dann ist das quasi, ihr könnt euch aus einer Liste immer Zauber aussuchen. Während hier beim Zauberlernen, da könnt ihr euch immer nur so ein paar einzelne Zauber reinpicken. Das werde ich euch aber gleich noch im Spiel zeigen, da ist es ein bisschen leichter zu verstehen, was damit gemeint ist. Ja, alles, was ich euch erklärt habe, ist auch hier in diesem Fenster so ein bisschen zusammengefasst, ne, dass welche Würfe gut sind, welche Trefferpunkte eben die entsprechende Klasse bekommt und auch die Klassenfertigkeiten, in denen sie gut ist, wo sie Boni drauf bekommt. So, also es gibt verschiedene Kombinationen bei diesen Zaubern. Das Wesentliche ist eben, dass die einen eine Liste verwenden. Gibt es eben den Unterschied, ob man hier beim Schaman zum Beispiel, da kann man sich aus der Liste dann die Sachen aussuchen. Nehmen wir mal den Mystiker. Das sind die spontanen Zauber, das heißt, der kann sich hier aus den Sachen, die er sich ausgesucht hat beim Leveln, einfach was rausziehen und hat eben eine gewisse Anzahl an Zaubernutzungen pro Tag und die verbraucht sind, das ist okay. Während hier, ne, bekommen wir eben genau das, was wir uns ausgesucht haben. Wir können also zweimal das casten, einmal das, einmal das, einmal das. Und jetzt auf dem entsprechenden Zauberlevel hier bei Camellia. Dann haben wir, ich auch noch bei ihm zeigen, beim Hexenmeister zum Beispiel. Ja, der funktioniert jetzt allerdings genauso. Jetzt haben wir niemanden dabei, aber normalerweise kann man eben auch beim klassischen Magier, ja, da kann man sich auch auf eine ganz andere Art und Weise, sage ich mal, Sachen beibringen. Nämlich, ja, ich kann es jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht zeigen, weil ich niemanden habe, der das lernen kann von der Truppe. Aber theoretisch, wenn ihr dann auf irgendeine Spruchrolle klickt,
habt ihr hier noch zusätzlich den Button, dass ihr es lernen könnt. Und dann überträgt eben der Zauberer den Spruch in sein Zauberbuch. Ja, und besonders Magier, das ist so der Klassiker, die können auf die Art und Weise praktisch so gut wie jeden Zauber im Spiel lernen und haben dann entsprechend die größte Auswahl an Zaubern. Im Gegensatz zu eben allen anderen, die entweder ne, eben nur aus einer Liste Sachen sich auswählen können. Das ist bei Schamanen, Klerikern und anderen göttlichen Zauberern, vor allem den ganzen Healern, da hat man sehr viel Auswahl eben von Grund auf. Die muss man sich nicht quasi beim Leveln raussuchen, während der so Hexenmeister oder hier zum Beispiel Mystiker, die kriegen beim Hochleveln, immer wenn sie eine Stufe aufsteigen, die Möglichkeit, sich ein paar Zauber rauszupicken. Ja. Dementsprechend kleiner sind dann die Zauberlisten dieser Charaktere. Deswegen würde ich auch sagen, Kleriker und so sind eigentlich ganz gute Charaktere, aber man wird halt so ein bisschen überschwemmt mit ganz vielen Möglichkeiten, die man eben hat beim Hochleveln. Ne? Es ist halt ein Unterschied, ob man sich zwischen drei Zaubern entscheiden muss, die man hier reinzieht oder die man nutzen kann, oder man hat halt eben erstmal hier, was weiß ich, 20 Zauber, die man erstmal alle durchlesen muss. Deswegen, ne, auch da ist die Komplexität größer tatsächlich. Auch bei Magiern, ne, genau dasselbe Spiel. Wenn man theoretisch jeden Zauber im Spiel lernen kann, dann fühlt sich das alles sehr entsprechend. Ne, muss man eben mehr lesen, ist ein bisschen aufwendiger. Ja, aber man hat die meisten Möglichkeiten. Ja, vieles anderes, was ich euch noch erzählen könnte, nämlich zu den Klassen, was man da denn alles nehmen könnte oder bei Talenten, die nützlich sind, die vielleicht in vielen Situationen ziemlich viel helfen. Oder aber auch Zauber, die ich selber oft benutze, die sich bewährt haben, die eigentlich immer ja, eine gute Sache sind. All das wird es in einem zweiten Video geben, weil das sonst wirklich zu lang wird. Theoretisch seid ihr jetzt nach den ganzen Grundlagen zumindest so weit, dass ihr die ganzen Systeme versteht und theoretisch ja, könntet ihr euch jetzt auch schon was aussuchen. Entsprechend den Werten, ne, die wir jetzt alle nachvollziehen können. Aber ich weiß, es ist trotzdem natürlich eine ganze Menge zu auswählen und deswegen werde ich euch im nächsten Video ja so eine kleine Auswahl präsentieren an Sachen, von denen ich denke, dass sie eigentlich als Anfänger ganz geschickt sind. Zusätzlich zu den anderen Sachen, die ich erwähnt hatte. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich weiß, es war ein bisschen trocken, es waren auch einige Formeln dabei, es war ganz schrecklich Mathe und so, ne? Aber ich finde das immer super wichtig, wenn man wirklich die Grundlage versteht, ja. Und sich dann eben nicht fragt, wenn man gegen irgendeinen Gegner keinen Schaden macht, woran das liegt, sondern dann weiß, okay, vielleicht sollte ich ja die tödliche Zielgenauigkeit ausmachen, weil die meinen Angriffsbonus reduziert. Zwar normalerweise viel mehr Schaden macht, was super ist gegen kleine, einfache Gegner, aber halt ein bisschen blöd gegen stärkere Gegner. Und da gibt es eben ganz viele Fähigkeiten dieser Art. Oder wenn ich weiß, hey, muss jemanden hinstellen, der eigentlich nur tanken möchte oder tanken muss, dann ist es mir egal, ob der Typ, der sich in dem Moment trifft. Ne? Ist natürlich super, wenn man irgendein Tier hat, was das machen kann, ne? Das defensiv dann kämpft und einfach nur tankt. Ja? Wenn man das alles verstanden hat, dann, ja, dann weiß man eben, was man klicken muss. Und vor allem, das ist so die Quintessenz dessen, wenn ihr Nahkämpfer oder Fernkämpfer spielt, ja, die keine besonderen Zusatzfähigkeiten haben, dann ja, ist das auch nicht so overwhelming, was euch hier in der Leiste erwartet, ja. Da kann man das auch sich schon mal zu Gemüte führen, ja. Anstatt dass man hier, naja, nehmen wir uns ihn an. Das ist alles schon ein bisschen mehr bei einem Caster und deswegen auch meine Empfehlung für Anfänger, nehmt euch einen Nahkämpfer oder einen Fernkämpfer. So, jetzt aber wirklich, macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Video, wo wir auf die, sag ich mal, etwas dedizierteren Sachen eingehen. Ciao, ciao, euer Thoran.